Hallo, in diesem Video möchte ich mit euch mal mir einen Kontoauszug nochmal anschauen. Ich habe mir dazu ein paar Muster runtergeladen und das hier, das hat eigentlich ganz interessant ausgesehen. Also PDF to Text minus Layout, damit ich das Layout erhalten bleibe. A-Tab und minus, damit es mir ausgegeben wird. So, ich mache das jetzt mal ausnahmsweise ein bisschen kleiner, dass man einen besseren Überblick hat. Ja, und interessant sind ja eben diese Zeilen. In einem vorhergehenden Video hatte ich ja das mal gemacht und habe mich dann nur auf diese Zeilen hier konzentriert, weil wir uns nichts merken konnten. Aber interessanter wäre es natürlich auch, diese Informationen hier beizubehalten. Jetzt habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, mir das rauszusuchen. Ich kann natürlich anfangen, diesen ganzen Schmodder hier mit einer Brute Force zu entfernen. Aber ich sage ja immer, positiv suchen macht es meistens leichter und weniger aufwendig. Und hier gäbe es jetzt wieder mal die Möglichkeit, mit Einrückungen zu arbeiten. Das heißt, im ersten Schritt würde ich mit einem eGrep sagen, am Zeilenanfang soll erstmal die Soll eine Zahl stehen, dann ist es nämlich diese Zeile, das habe ich woanders hier nicht, dass am Zeilenanfang das steht. Also eGrep, bam, 0 bis 9, das kommt zweimal, gefolgt von einem Punkt und das sollte eigentlich schon ausreichen. Genau, aber ich will ja jetzt auch noch die anderen Zeilen haben und da wie versprochen mit Einrückungen. Und hier sehen wir, dass das hier schön trifft, dass da vieles dann wegfliegt. Also holen wir uns einfach diese Leerzeichen, markieren sie, drücken auf die mittlere Maustaste, dann stehen sie hier und danach soll kein Leerzeichen kommen. Und wie so oft beim PDF-to-Text passen halt die Einrückungen nicht so richtig. Also hier haben wir eine andere Einrückung. Die können wir uns aber auch holen. Bam. Und sagen hier kein Leerzeichen. So, also was sagen wir? Es muss alles immer vom Zeilenanfang starten und dann entweder die 0 bis 9 zweimal. Oder so viele Leerzeichen oder so viele Leerzeichen. Und das hätte jetzt schon mal geklappt. Ne? Ihr seht, dass ich hier jetzt schön diese ganzen Werte erhalten habe. Aber bei einem größeren Dokument, mit diesen ganzen Versätzen, die da jetzt schon aufgetaucht sind und dem Problem, dass diese Einrückung hier eigentlich genau in diesem Spektrum auch ist, wo die Einrückungen sind, wäre mir das jetzt eigentlich eine sehr unschöne und gefährliche und aufwendige Variante. Was da viel schöner ist, ist, dass hier irgendwie vor und danach immer das Wort Auszug erscheint. Und hier wieder. Das heißt, ich kann das Wort Auszug nutzen, um einen Schalter umzulegen und zu sagen, wenn es Auszug kommt, ab jetzt drucke, wenn dann Auszug wiederkommt, drucke nicht. Und dafür habe ich mir eine Konto-AWK angelegt und dann wollen wir mal schauen, ob wir das so hinkriegen. Also, wir wollen if in Dollar 1 Auszug steht. Dann wollen wir eine Druckvariable drucken gleich 1 setzen. So. Und in dem Fall wollen wir print Dollar 0 mal machen, um das Ganze auch zu testen. Das heißt, eigentlich sollten wir jetzt nur K-F. So. Haben wir noch einen kleinen Fehler drin. If Dollar 1 muss das natürlich sein.
So, das heißt, wir haben jetzt die vier Auszugsnummern. Okay. Das heißt, beim ersten Reinlaufen soll Drucken auf 1. Wir machen jetzt hier mal die Variable Drucken noch dazu, dass wir das besser sehen. Und wenn er in Drucken auf 1 steht, beim Reinlaufen, dann soll er sagen, drucken gleich 0 und ansonsten soll er drucken auf 1 setzen. So. Mal sehen, ob der Plan gelingt. Genau, hier soll Drucken angeschaltet sein, hier soll Drucken ausgeschaltet sein, hier soll Drucken angeschaltet sein, hier soll Drucken ausgeschaltet werden. Ups, Quatsch. So, also. Und das hier brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt sagen wir, if drucken gleich 1, print Dollar 0. Das funktioniert doch schon mal wunderbar. Wir haben allerdings noch das Auszug hier drin stehen. Das kriegen wir aber auch hin. Dollar 1, kein Auszug. Ja, wunderbar. Das ist jetzt also die Möglichkeit, wenn man so wunderbare Sachen findet, die einem sagen, ab hier ist interessant und ab hier nicht mehr. Und jetzt wollen wir natürlich den ganzen Spaß hier noch in eine einzeilige Variante bringen, als dass diese Information nicht mehr verloren geht und alles in einer Zeile steht. pkto.awk einzeilig.awk. So, also das hier ist jetzt unser Ausgangspunkt. Die Idee ist jetzt also zu sagen, ein Datensatz ist voll, wenn hier vorne ein Datum kommt. Und das hier soll er einfach alles ranhängen. Gut. Mal gucken. Okay. Also hier können mehrere Sachen schon mal drinstehen. Das heißt, der Bereich hier ist in dieser Zeile variabel. Gut. Dann behandeln wir jetzt erstmal, versuchen wir die normale Zeile hinzukriegen. Ich meine, einfach wäre es jetzt natürlich zu sagen, ich tue das hier hinten hinhängen, indem ich halt sage, ich drucke hier Dollar, in dem Fall eben. Ja, ich hänge das einfach hinten an. Aber das ist halt nicht so schön. Deswegen wäre es ja spannender, das hier hinzukriegen, wo es auch dazugehört. Gut, das brauchen wir alles nicht mehr. Also wir brauchen das schon. Aber das ist ja jetzt die Kopie, hoffe ich doch. Nicht, dass ich gerade das Falsche. Doch, ich bin in einzeilig. Also wir brauchen das nicht mehr. Okay, und jetzt hatten wir gesagt, wir haben einmal den Fall, if Dollar 1 entspricht, jetzt brauche ich einen regulären Ausdruck, 0 bis 9, Dollar 0, wenn das mit 0 bis 9 anfängt,
dann soll er print Dollar 0 machen. Damit sollte ich jetzt dann diese Zeilen getroffen haben. Amerikan-F1. So, sehr schön. Und die ist ja eigentlich relativ einfach aufgebaut. Dollar 1, Dollar 2, Dollar 3, Dollar 4. Hier ein bisschen unschön mehrere. Also das heißt, das treffe ich so nicht, aber hier Dollar NF. Okay. Das heißt, print F. Dollar 1, Dollar 2, Dollar 3, Dollar 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann soll er eine Vorschleife machen. For i gleich 5. Also er soll ab der 5. Stelle starten und i muss kleiner sein als Number of Fields, i plus plus. Und wenn dem so ist, printf Dollar i und ein Leerzeichen. Genau, und mein Output Field Separator soll der Strichpunkt sein. So, schön. Wunderbar. Auszahlung, Geld auch nochmal, bla bla bla, ist alles da. Das Ganze braucht jetzt noch einen abschließenden Print von NF. Und jetzt Print, damit ich hier meinen Zeilenumbruch eben bekomme. Schön. Wo kommt die 6 her? Die 7. Hä? Weil ich NF drucke. Ich muss natürlich Dollar NF drucken. So hat man gesehen, wie viele Elemente das Ganze da hatte. So, wunderbar. Das haben wir jetzt schon mal. Und das klappt. Das Ganze wollen wir jetzt natürlich in eine Variable speichern. Also Anfang ist gleich, Mitte ist gleich und Ende. Mitte ist gleich Mitte.i und hier Anfang ist gleich Dollar 1. Machen wir es lieber so. Das kann man sicherlich auch anders oder schöner machen, aber machen wir es doch. So, Anfang, Mitte, Ende. Gut. Und das soll ja auch die Druckbedingung sein. Print Anfang, Mitte, Ende. So, und jetzt schauen wir mal, ob der ganze Spaß klappt. Wunderbar. Dass es mehr wird, liegt daran, dass ich es nicht geleert habe. Das sollte dann natürlich auch passieren. Also
Anfang Reich Mitte Reich Ende gleich Jo, das schaut schön aus. Und jetzt brauchen wir die weiteren Zeilen. Also else. Und hier ist einfach Mitte gleich Mitte und dann soll Dollar 0 kommen. Ja, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt machen wir einfach noch mal TR-S auf die Leerzeichen, damit es ein bisschen besser ausschaut. Und jetzt müssen wir nur mal gucken, was da so Mehrzeiliges gab. Ja, da vom 18.8. Vom 18.8. Ha, wunderbar. Ja, das war ja einfach. Und zu guter Letzt überprüfen wir jetzt natürlich noch, ob das alles auch so passt, was wir gerade hier gemacht haben. WC-L, 21 Zeilen. Und ansonsten, bum, 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 bum. Wir wussten ja, die Zeilen, die wir wollen, die fangen an mit einer Zahl 0 bis 9. Wahrscheinlich reicht das sogar schon. Nee. 2 mal gefolgt von einem Punkt. Aber jetzt stimmt's. Ups. WC minus L. Was hatten wir vorher? Gut, das ist ja schön, wenn das passt. Schauen wir auch noch mal genau hin. 1.9. Lastschrift ist hier der letzte Eintrag. Der erste, ich mache noch mal den hier, das ohne WC-L. Ach, deswegen habe ich 21 Zeilen. Da ist oben drüber eine Leerzeile. Daran liegt's. Und die letzte Zeile haben wir eben nicht. Und warum haben wir sie nicht? Das liegt wieder an der Druckbedingung, weil die sagt, wenn eine neue Zeile kommt, dann drucke. Es kommt aber keine neue Zeile mehr, weil das ist ja der letzte Datensatz. Und deswegen muss die Druckbedingung wie immer nochmal in die Fußzeile. Und damit die Leerzeile nicht kommt, können wir hier noch ein kleines if machen. If von Anfang größer 0. Also wenn die Länge von Anfang größer 0 ist, nur dann soll er drucken. Gut. Jetzt habe ich eben diesen Geldautomaten hier mit 75 Euro eben auch drin. Und der hatte hier halt gefehlt. Und die Zeilenanzahl hat halt nur gestimmt, weil oben drüber halt ja diese Leerzeile drin war. So kann es gehen. Also, das war's dann für heute. Macht's gut. Ciao, ciao.